Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Empire Earth. Nachdem wir in den letzten Folgen versucht haben, uns hier anzusiedeln, scheinen wir jetzt endlich erfolgreich gewesen zu sein. Zumindest was diese ominösen, gelb gekleideten Reiter angeht. Pelops und seine zwei verbliebenen Söhne sind noch... Nein, alle drei sind noch da. Haben sich gehalten und jetzt versuchen wir die Stellung zu halten. Allerdings fehlt mir gerade ein... Ah, Dorfbewohner, so war's. Stimmt. Um das hier noch aufzubauen, eine Kaserne aufzubauen, beziehungsweise auch eine Siedlung und ein Kapitol hinzustellen. Nahrungstechnisch sind wir zumindest ansatzweise versorgt. Holztechnisch auch. Jetzt sind wir mal gespannt, wie es wird. Der ganze Spaß. So, die beiden Talas, sind da. Ihr baut die Kaserne Stormer bitte fertig. Oh Mann. Ich ahne es schon wieder, dass gelbe Reiter gleich wieder unterwegs sind. Können wir noch? Ja, ich würde gern mal noch zwei Dorfbewohner, beziehungsweise Bürger heißt es ja hier. Okay. Kaserne steht. Das finde ich sehr, sehr gut. So. Wir brauchen jetzt noch ein Silo. Carlos. Für die Nahrungsaufnahme. So, und dann werden wir doch mal endlich schauen. Wie sieht es denn hier unten jetzt aus? Ist schon jemand angekommen? Ja, es ist jemand angekommen. Gleich hier hoch. Gleich weiter, weiter, weiter. Wir können das gleich bevölkern. Nochmal diese Siedlung. Dann haben wir zumindest die Möglichkeit, hier schon mal ein paar Bürger Talas hinzustellen. So, was können wir jetzt noch hinstellen? Stein. Haben wir denn überhaupt Stein? Oh, hier sind natürlich auch gleich wieder gelb gekleidete Bürger. Am Gold. Los. Los, entschärf die Jungs. Du gehst weg, bitte. Bitte nehmt die Herrenreiter aus dem Spiel. Ich sage es noch, vor allem. Ich sagte es noch. Pelops ist gefallen. Nein, doch nicht Pelops. Ohne Anführer ist sein Volk in fremdem Land dem Tod geweiht. Oh, das Spielgelade geht wieder los. Oh, ich fass es nicht. Wir fangen wieder an. Genauso wie in der letzten Folge fangen wir wieder genau von dort an. Ist ja wieder mal typisch. Aber naja. Gut, dann ist der Plan diesmal, ein Dorfbewohner wird das jetzt hier bevölkern. Ein Dorfbewohner wird die Kaserne fertigstellen. Dann schauen wir einfach mal, was möglich, was im Rahmen des Möglichen ist. Eisen haben wir kaum mehr, Gold haben wir kaum mehr. Das ist jetzt der absolute Nachteil an der Sache. Wir brauchen unbedingt Eisen. Hier bitte mal nicht wegrennen, bitte mal nicht wegrennen. Stellt euch gleich mal hier auf. Die kamen von dort. Pelops muss ich irgendwie unterbringen. Den kann ich hier nicht irgendwie mal so stehen lassen. Das funktioniert irgendwie nicht. Bitte geht doch mal nicht so weit weg, Jungs. Nein, auch du nicht, Pelops, auch du nicht. So, jetzt können wir wenigstens ein paar Bürger hier hinstellen. Stadtzentrum ist ja schon mal da. Wir bräuchten Türme, wir brauchen vor allem Stein. Wo ist denn eigentlich mal hier noch Stein auf der Karte? Außer dort, wo wir es ursprünglich hingestellt hatten. Irgendwie Talas? Passt das alles nicht so, wie ich mir das erhoffe. Carlos. Du wirst jetzt mal Eisen anschaffen. Stormer. Wir brauchen möglichst viel Eisen und das schnell. Ich muss noch ein paar Sperrträger hinstellen. Dass wir überhaupt eine Art Verteidigung haben gegen diese ganzen Reiter. Stormer. Dass wir überhaupt die Möglichkeit haben. Da drüben kann ich noch gar nicht. Hier sind auf jeden Fall die beiden gelb gekleideten Bewohner. Turmaufwertung bringt mir auch nicht viel aktuell. Pote, Carlos. Also bitte ganz schnell ganz viel Eisen. Für ganz viele Sperrträger.
In der Hoffnung, ja, dass Pelops Herr, und seine Söhne das überleben. Ja, Herr. Wohlan, stell dich mal bitte zusammen. Also diese Mission ist echt knackig, muss man sagen. Also was heißt knackig? Sie ist machbar. Aber man muss es irgendwie hinbekommen. Talas? Das ist, glaube ich, jetzt auch die Kunst an der Sache. Hier hätten wir noch einen Burger. Kalos. Wie soll man möglichst viel Eisen jetzt ranschaffen? Ja. Na toll, na lassen machen. Ich möchte es eigentlich jetzt nicht provozieren. Dann habe ich jetzt wenig Lust drauf. Das ist Gold. Ich kann nur mal versuchen, hier noch Bürger hinzustellen, dass die die Silos bewirtschaften. Also die Felder. Dass wir da die Möglichkeit bekommen. Bogenschützen kosten Gold. Das bringt mir jetzt wenig. So, hier ist keiner mehr weiter auf dem Weg. Aber hier unten. Talas? Ach, ist auch schon da. Dann los, Stoma. Bitte. Wir brauchen jetzt unbedingt Nahrung. Nahrung und Eisen. Und Frieden. Zumindest so lange Frieden, bis ich mich auf was aufbauen kann. Dass ich überhaupt die Möglichkeit habe. Aber irgendwas wittert, irgendwas rieche ich hier. Dass das alles so nicht ganz funktionieren kann, wie ich mir das erhoffe. Da unten warten noch Reiter auf mich. Ja, ach so, die Fahne, die steht doch hier. Kann man da reinzoomen? Ah. Nicht schlecht. Aber das bringt mir gerade auch nicht viel. So, ihr bewirtschaftet. Talas. Du bewirtschaftest Soma. Bitte auch. Vielleicht schaffe ich es ja noch ein paar hier hinzustellen. Theoretisch bräuchte ich Häuser. Der Doc ist immer noch da. Theoretisch benötige ich Häuser. Du bewirtschaftest das Feld. Vier Leute, die ein Feld bewirtschaften, fünf Leute, die Eisen sammeln. In der stillen Hoffnung, dass wir die Speerträger langsam aber sicher hinstellen können. Und dass wir was bauen können. Und dafür brauche ich dann Stein. Das heißt also im Endeffekt, wir lassen jetzt einen hier loslaufen, der möglichst versucht, Stein zu sammeln. Wir einen Turm hinstellen können. Ist hier gerade mal einer... Nee, hier ist gerade mal keiner. Frei, der mal das Ganze bewirtschaften könnte. Aber Häuser können wir bauen. Ja, Stein 40, Holz 50. Ah, oh, es kostet Stein. Das ist sehr ungünstig. Das ist gerade äußerst ungünstig. Also brauchen wir noch welche, die... noch Stein abbauen. Und möglichst schnell. Möglichst schnell und möglichst viel Stein. Ja, das wird jetzt erst einmal eine langatmige Sache. So, aber Eisen kommt jetzt zumindest rein. Und das regelmäßig. Nahrung kann jetzt nicht wirklich regelmäßig reinkommen, weil ich jetzt hier ganz viele Burger hinstelle. Talas? Carlos. Die mir alles Mögliche abbauen, damit ich mich überhaupt schützen kann. Krankenhaus wäre vielleicht eine Idee. Stein 100. Oh, das kostet alles Stein. Das kostet mich alles Stein. Kalos. Und der muss so schnell wie möglich rangeschafft werden. Ich bin hier im Riesennachteil. Und das noch eingekesselt zwischen... Wie viele Gegner? Drei? Wir sollen erstmal Eisen anschauen. Weiter vorrücken im Zeitalter können wir nicht. Bringt uns das was mit dem... So, wo war denn das jetzt? Hier. Das ist, okay, sammeln und jagen. Jetzt haben wir eventuell auch nicht viel.
Wie viel sind denn jetzt beim Stein? 3. Bitte nochmal 2. Zunde. So, und Holz können wir jetzt mal kurz ein bisschen einstellen. Wir werden angegriffen. Ärger. Ja, und jetzt steht er da, oder wie? Er hat auf den Dock geschossen und jetzt steht er... Okay. Okay, soll es so sein. Von Carlos. Bitte, macht. Ach, jetzt kommt die. Wir werden angegriffen. Jetzt kommt die Attacke. Ja, bitte, mach den doch kaputt von mir aus. Ich werde ihn jetzt erstmal nicht brauchen. Ich habe da unten noch einen. Palas. Stormer. Wir brauchen jetzt den Stein. Und das dringend. Wie sieht's denn aus? Halt, ich wollte... Nein, nein. Nein, ich wollte keinen. Ich wollte jetzt einen Bürger haben. Da hier oben. Oh, es gibt Ärger. Ein Speerträger. Nein. Wo läuft der hin? Kam ein roter Speerträger. Da ist auch noch einer. Na gut, das. Hä, das ist jetzt so. Ist der dort? Talas? Ich brauche jetzt das Krankenhaus. Das wäre vielleicht jetzt taktisch das Klügste. Stormer. Das baue ich gleich hier. Erstaunlich. Der Hoffnung, dass ich von dort aus heile. Wir werden angegriffen. Wie das funktioniert. Na, was ist das? Kalos. Attackiert den. Kriegt ihr den fertig? Wenn ihr dazu viert, ist attackiert. Dallas. Tatsächlich. Ach, oh, zum Glück. Ein bisschen können sie sich ja selber wehren. Ja, die... Der eine, der macht dort sein Ding. Ist okay. Wir werden was angegriffen. Soma. Steinwerfer? Einer? Nein, mehr. Soma. Wir werden angegriffen. Stoma. Danke. In der Hoffnung, dass meine Dorfbewohner weiterhin im Blut gelassen werden. Da ist was Rotes. Oh nein. Stoma. Stoma. Das zum Stein. Und sie haben nicht genügend sammeln können. Talas? Es hat fürs Krankenhaus Carlos gereicht, für mehr hat es schlicht nicht gereicht. Und sag jetzt mir bitte nicht, dass die auf das Silo losgehen. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Tatsächlich, es heilt. Wo lang, Milord? Ah, das ist die Reichweite, okay. Erstaunlich. Was ist jetzt hier? Plus 3 zu Angriffen von Bürgern und TP-Erhöhung bei Bürgern und Hunden. Okay. Könnte man überlegen. Erstmal brauche ich wieder welche, die Stein sammeln. Ich glaube, das muss jetzt hier mühselig passieren. Sonst habe ich schlicht keine Chance. So, ich brauche noch Speerträger. Stellen wir nochmal 5 hin. Wo lang, Milord? Hast du erstaunlich. Geheilt? Jetzt. Ach, der kam nicht in Reichweite. Zumindest kann er dort bleiben. Er wird geheilt. Das hilft mir ja schon mal sehr viel. Talas. Sunde. Kalos. So. Überlege schon perspektivisch zwecks Gold. Stoma. Das Silo steht dort nicht günstig. Ich habe nicht das Gefühl, dass das günstig dort steht. Irgendwas sagt mir, dass das nicht günstig dort steht. So. Oh wow, mittlerweile sind 2 Schiffe angekommen. Und hämmern auf den Dock. Ich bin ja richtig... Okay. Richtig erstaunt. Darüber, ja, wie ihr das so löst. Kalos, Dauta, Sirenen. Nein! Was gibt's? Oh oh, es gibt Ärger. Dauta. Wir werden angegriffen. Nicht auf den Sohn von Pelops. Nicht auf Pelops selbst. Pelops raus, 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 raus. Lauf mal eine Runde. Erstaunlich. Dauta, Sirenen.
Oh, bitte geh nicht kaputt. Bitte geh nicht kaputt. Und die wollen alle auf Payload drauf, die Jungs. Nein. Ja, Herr. Für den König. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Ja, Milord. Wohlan, Milord. Meine Söhne würde ich mal ein Stück zurückziehen. Puh. Also das bedarf noch sehr lustig zu werden hier. So, ich brauche noch mal Bürger. Wie viele sind jetzt am Stein? 2. Talas? Stein geht langsam. Stein geht langsam. Ich bin froh, dass ich das Krankenhaus jetzt habe. Irgendwie... Es hilft. Es hilft schon sehr. Du läufst mal rein in die Heilungsrate. Du läufst auch mal rein in die Heilungsrate. Aber ich brauche Türme. Ich brauche dringend Türme. 175 kostet ein Turm. Uiuiui. Kalos. Das wird schwer. Das wird sehr schwer. Talas? Kalos. Du kommst mal her, du bewirtschaftest auch jetzt mal noch ein Feld. Zunte. Zunte. So. Unterdessen fangen wir mal an mit Gold abbauen. Oh, ihr habt den Dock geschrottet. Ihr habt's geschafft. Yippie. Ich bin ja richtig begeistert, Leute. Wir haben es geschafft, den Dock zu schrotten. Wow, nach, weiß nicht, 20 Minuten. Talas? Es hat auf jeden Fall seine Zeit gedauert. So, 5 Leute werkeln dort jetzt am Stein herum. In der Hoffnung, dass ein Turm dabei rauskommt. Stellt mich nicht so ganz zufrieden. Ich weiß auch nicht. So, dann noch für die Felder brauche ich auch noch 2. Und fürs Gold, naja, das muss jetzt dann nach und nach geschehen. Die Pelops wird noch immer geheilt. Eieiei. Braucht bei dem echt seine Zeit. Der hat auch relativ viele HP. 1180 ja, einer seiner Söhne hat, ja, hat 965, ja, aber trotzdem. Man merkt eben, er darf nicht angegriffen werden. Das ist jetzt hier das A und O an der Sache. Mauern? Kann ich. Mauern könnte ich theoretisch auch errichten. Die Frage, bringt mir das was? Pass auf, ich werde mal einen der Speerträger losschicken. Ich vermute mal, die beiden, ja, die beiden sind hier. Habe ich da gerade... Sie gehen nun. Okay. Wir werden angegriffen. Ah, jetzt fällt der zweite Dock da unten zum Opfer. Pause. Es ist nicht schlimm. Sie gehen nun. Da ist ein Reiter unterwegs. Pause. Da sind 2 Reiter unterwegs. Sie gehen nun. Okay. Talas? Ich werde mal einen der... Stoma. Leute mit Eisen. Hier mal beauftragen. Uns was Mauerartiges hinzustellen. Stoma. Das könnte so aussehen.